Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Bei mir geht es heute um die Samsung R450 ZG Soundbar. Das ist ein 2.1-Kanal-Soundsystem. Und wer mehr darüber wissen möchte, wen das ganze Thema interessiert, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach meinem Intro. Ja, in der Verpackung wird das Ganze hier geliefert. Hier drin ist dieser große kabellose Subwoofer und hier unten hat man dann entsprechend die Soundbar und noch etwaige Systeme wie die Fernbedienung und Kabel. Da muss ich aber erstmal reingucken und das Ganze auspacken. Jetzt kommen wir erstmal zu den Spezifikationen. Das ganze Teil hat hier 200 Watt und wie schon erwähnt einen kabellosen Subwoofer. Der Preis liegt bei Amazon so um die 160 Euro. Momentan gibt es die aber auch im Handel im Angebot für 125, 130 Euro. Was ich schade finde, man kann hier auch kabellos die beiden hinteren Lautsprecher anschließen. Das heißt, man hat dann nicht dieses virtuelle Surround, sondern einfach diesen richtigen Surround-Sound. Die werden bei Amazon leider nicht verlinkt. Ich habe im Handel nachgefragt, die kosten circa 120 Euro im Set und auf Nachfrage, man kann auch wirklich nur die Samsung-Lautsprecher benutzen. Was hat das ganze Teil noch? Das hat Bluetooth, das heißt, man kann Smartphone oder Tablet anschließen. Es hat einen USB-Eingang für einen Stick oder eine Festplatte. Da muss ich noch gucken, wie groß dann etwaig der Stick oder auch die Festplatte sein darf. Dann gibt es einen AUX-Eingang, also Standard-Klinke ist auch möglich. Und was mich hier ein bisschen stört von Anfang an, es gibt nur einen optischen Eingang, also einen Digitaleingang für ein optisches Kabel, ist ein bisschen schade, weil ich muss mich dann entscheiden, schließe ich meinen Samsung-Fernseher über das optische Kabel an oder auch die Xbox. Ich denke mal, ich werde Ersteres wählen, werde meinen Fernseher über den optischen Eingang hier anschließen und dann die Xbox über ein dementsprechend gutes HDMI-Kabel mit dieser, ich weiß jetzt nicht, wie diese Einrichtung heißt, ein spezielles HDMI-Kabel, wo der Sound auch besser rübergebracht wird. Das ganze Ding hat auch noch einen Game-Modus, dann wie gesagt virtuelle Surround-Sound und es hat eine Crosstalk-Cancellation-Technologie. Was genau das jetzt dann ausmacht beim Spielerlebnis, wird man dann noch sehen. Das war es jetzt erstmal zu den Spezifikationen. Ich packe das aus und zeige das Ganze mal, wie das aussieht. Zu erwarten war natürlich das ganze viele Plastik. Ich habe jetzt auch extra mal wirklich alles ausgepackt hier, denn ich habe mir vorher auch Bewertungen bei Amazon durchgelesen und da wurde bemängelt die Qualität von dem Subwoofer und die Materialien zum Thema Leistung, was das Ganze bringt, versuche ich später noch hier gescheite Aufnahmen zu machen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, hier ist die Soundbar. Ja, die ist schön für unter den Fernseher zu legen und wie man hier vorne gleich sehen kann, haben wir schon den Hinweis, wie man sie hinstellen soll, beziehungsweise, dass man sie einfach so, wie ich das jetzt mache, hinlegen soll und nicht, dass einem das Samsung entgegen scheint, aufstellen. Dann haben wir auf der Rückseite, ich komme mal ein bisschen näher, haben wir jetzt hier den Schacht. Hier kommt der Stromanschluss rein. Wir haben hier unten auch eine Durchführung. Wenn das aufliegt, kann man das Kabel schön verstecken. Und auf der anderen Seite haben wir hier unten AUX-In. Dann haben wir hier USB 5 Volt 0,5 Ampere. Und hier haben wir unseren Digital-Audio-Eingang. Das Ganze verschwindet auch hier schön. Unten haben wir dann hier eine Standfußauflage hier an den Seiten. Also das ist schon mal richtig gut gemacht, ist schwarz, trägt nicht großartig auf und passt, wie gesagt, auch zu einem Samsung-Fernseher, wenn man denn einen hat. Das ist jetzt der Subwoofer. Da bin ich jetzt eigentlich nicht so enttäuscht von der Qualität, wenn wir uns jetzt, ich schau mal, ob ich das hier, das ist jetzt die Rückseite, da hat man hier auch den Stromanschluss. Hier unten ist nochmal ein Reset-Knopf für die Verbindung. Ja, und ansonsten
ist da auch nicht viel drüber zu erzählen. Das Ding ist schwarz. Hier vorne ist ein Stoffbezug mit einem Samsung-Emblem. Und ganz ehrlich, legt man sich das Ganze, wenn man die Möglichkeit hat, am besten unter eine Couch. Oder man verpackt es irgendwie hinter den Schrank, weil diese Subwoofer müssen nie direkt zu einem scheinen oder auch in diesem Feld sein, wo man dann Fernseh guckt oder auch spielt. Jetzt kommen wir zu dem ganzen Zubehör und der ist wirklich umfangreich. Also wie gewohnt haben wir hier eine Fernbedienung, die sieht so aus. Und hier kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Man kann sich aber sehr wahrscheinlich auch, wenn man schon einen Samsung hat, die originale Fernbedienung dazu nehmen. Dann spart man sich eine. Zwei Batterien sind mit dabei. Logischerweise einen ganzen Packen hier von den Bedienungsanleitungen. Und this page is internationally left blank. Das ist die Garantiekarte. Da kann man sich nochmal durchlesen, wie alles funktioniert. Dann hat man auch die Möglichkeit, und zwar das ganze Ding an der Wand zu befestigen. Wenn man schon den Fernseher an der Wand hat, kann man das mit dieser Surround-Bar, hier mit dieser Soundbar auch machen. Da liegen die zwei Halterungen drin. Und na, komm her, jetzt fällt es runter, zwei von diesen Abstandshülsen. Zwei Schrauben, das sind natürlich die Schrauben, die man dann in die Soundbar unten reinmacht und eine Schablone zum Bohren. Da kann man sich dann seine Dübel nehmen und auch seine Schrauben. Es kommt ja drauf an, habe ich jetzt Gipswände oder auch hier Beton. Dann haben wir noch hier so ein Netzteil. Ich bin noch am Schauen, für was das ist, aber ich gehe stark davon aus, dass es für die Soundbar ist, weil nur die hat diesen Stecker. Das ist dieser zweipolige. Hier gibt es dann einen Adapter, den kann man hier einfach draufstecken und dann hat man einfach seinen europäischen Standard. Dann gibt es für den Subwoofer hier noch ein Kabel. Die Länge kann man sich nochmal in der Produktbeschreibung anschauen. Das erwähne ich jetzt nicht extra, messe ich jetzt nicht nach. Und ein optisches Kabel. Wenn man überlegt, dass das Ganze hier jetzt momentan so zwischen 130 und 160 Euro kostet. Ja, so ein optisches Kabel schlägt auch immer mit 8 bis 12 Euro zu Buche. Da ist das eine gute Sache. Die Spezifikation habe ich gesagt, Lieferumfang haben wir uns angeguckt, Qualität habe ich auf den ersten Blick beurteilt. Ich würde sagen, ich schließe das ganze Ding mal an und dann hören wir mal rein. Jetzt zeige ich euch mal kurz das Setup mit dem Osmo Pocket. Und zwar habe ich jetzt hier unten Strom angeschlossen. Das Kabel reicht hinten zum Subwoofer. Das ist eine ganz gute Sache. Logischerweise braucht man hier dann das Stromkabel. Ja, und ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich das optische Kabel, das geht hier hin, dass ich das praktisch direkt an den Fernseher anschließe. Ich habe auch mein altes optisches Kabel abgemacht. Ich habe das hier von der Verpackung genommen, also original Samsung. Ja, und dann lasse ich hier unten die Xbox, lasse ich über das normale HDMI-Kabel über den Fernseher laufen. Ich denke, so ist das Setup am einfachsten. Und die Xbox kommt auch jetzt hier unten rein, weil das ganze Ding über WLAN, nicht WLAN, sondern LAN läuft, also über Netzwerk. Das heißt, ich brauche da auch nicht schauen, dass das Ding frei steht. Ja, dann schiebe ich alles mal wieder hin und dann sehen wir uns später zum Soundcheck. Ja, Freunde, ich habe das ganze Teil jetzt hier installiert. Ich habe ja zwischendurch noch ein bisschen was zum Anschluss erklärt. Und was kann ich sagen? Ich bin positiv überrascht. Das Ganze macht einen richtig guten Eindruck. Also vorneweg kann ich sagen, ich habe die Soundbar angemacht, habe alles auf Strom gesetzt und sofort war der Subwoofer mit der Soundbar verbunden. Und auch die Erklärung von der Fernbedienung ist hier richtig gut. Da können wir nämlich jetzt einfach mal drüber schauen. Ich blende die euch jetzt mal hier ein und gleichzeitig versuche ich dann auch unten mit der Kamera zu zeigen, was sich da verändert. Also das ist diese kleine Fernbedienung. Ich werde jetzt gleich mal hier diesen Volume nehmen und etwas runterregeln, damit die Hintergrundmusik etwas leiser ist. So, wir haben jetzt Stufe 5. Also, wie gesagt, das hier ist Volume, das heißt hoch und runter, das ist eine Wippe. Wenn ich hier einmal drauf drücke, ist die Taste, ist die Musik stumm.
und wieder drauf drücken, können wir das Ganze starten. Hier haben wir nochmal so eine Taste. Das ist genau dieselbe Belegung. Da wussten sie wahrscheinlich einfach nicht, was sie hin tun sollen. Hier ist der Subwoofer. Da können wir eine Steuerung vornehmen von minus 6 bis plus 6. Nach oben ist auch eine Wippe. Und wenn wir das hier drücken, ist der Subwoofer genullt. Das ist das Gute daran. Also man kann den Bass hochsetzen. Wenn man dann normal Fernsehen gucken will, macht man wieder runter. Hier kommen wir in die Einstellungen rein. Hier können wir die Höhen, den Bass von der Soundbar einstellen und können hier mit diesen Tasten dann hoch und runter wählen. Und außerdem hat man hier nochmal eine Möglichkeit, die Audio-Sync zu machen. Also da gibt es in der Bedienungsanleitung noch eine Möglichkeit, wie man nochmal die Box koppeln kann, und darüber wird es dann auch gemacht. Wenn wir jetzt bei den Einstellungen waren, gehen wir gleich rüber zu den Sound-Mode. Und zwar können wir hier drauf drücken, können uns einstellen Gain, dann können wir uns einstellen Smart. Jedes Mal geht die Musik aus. Jetzt stehen wir auf Smart, drücken wir nochmal auf Standard. Nochmal drauf drücken und jetzt sind wir auf diesem digitalen Surround. Wenn ich die Boxen nachgekauft habe, ist natürlich hier dann ein richtiger Surround Sound einprogrammiert und dann hört sich das dementsprechend auch besser an. Was jetzt noch eine Sache ist, und zwar der DRC, Dynamic Range Control. Wenn die Soundbar, na, jetzt hat der Fokus verloren, wenn die Soundbar ausgeschalten ist und ich drücke das hier etwas länger, und dann kann ich DRC ein- oder ausschalten. Das kann man einfach nachlesen, was das ist. Und wenn ich im ausgeschalteten Zustand von der Soundbar das hier circa 5 Sekunden gedrückt halte, dann wird die automatische Bluetooth-Einschaltung deaktiviert. Die ist nämlich von vornherein aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Fall meinen freundlichen Lautsprecher von Amazon, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, sonst springt die gleich wieder an und fragt mich, was los ist, gekoppelt habe und das hier ist werkseitig eingestellt und ich mache die Soundbar an und die war auf BT, also Bluetooth, dann verbindet sich die Soundbar automatisch mit der netten Dame. Und das funktioniert ganz ähnlich auch mit dem Fernseher. Ich habe den ja über ein optisches Kabel angeklemmt, aber wahlweise geht das auch über Bluetooth. Ja, hier sind die ganz normalen Tasten. Wenn ich jetzt was abspiele, ja, zum Beispiel ich habe eine Festplatte angeschlossen und spiele hier ein Video ab, dann kann ich hier Play, Pause oder auch Musik über eine Klinke, also über so einen Cinch-Stecker. Das ist dann auch nicht mehr, ist auch nicht viel anders da wie bei anderen Fernbedienungen. Hier oben haben wir noch eine interessante Sache, und zwar wählen wir hier AUX, wir wählen hier BT für Bluetooth, wir wählen hier USB oder in dem Fall dann Digital In, das ist das optische Kabel. Mehr gibt es hier nicht. Man muss darauf achten, wenn man den Fernseher gekoppelt hat über digital und steht auf digital, macht das Gerät aus, macht den Fernseher aus, schaltet, wenn es ein Samsung-Fernseher ist, den Fernseher beim nächsten Mal wieder ein, geht auch automatisch durch das optische Kabel das Signal an die Soundbar und die schaltet sich dann wieder ein. Hier oben rechts haben wir noch ein interessantes Teil. Mensch, diese Schärfe. Jetzt haben wir es hier. So, na, das ist die Bluetooth-Pairing-Taste und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Bluetooth-Geräte verbunden und gekoppelt und habe mich so manches Mal geärgert, auch mit irgendwelchen unter 50 Euro Lautsprechern, die wasserdicht sein sollen. Das, was die hier eingebaut haben an einem Bluetooth-System, ist genial. Wir drücken hier diese Bluetooth, dann geht er auf den Pairing-Modus, dann wählt man in seinem Smartphone einfach aus, was ich verbinden möchte. Da sieht man dann auch gleich die Soundbar, klickt drauf, das nennt sich dann AV Samsung Soundbar R4 Series und dann ist das ganze Ding in 0, nichts verbunden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt einen kurzen Soundtest machen. Ich habe hier noch das Zoom auf der Seite stehen und zwar da ungefähr, man hat es gerade eben gesehen, wo die Kamera ist. Und jetzt haben wir hier mal auf Stufe 20, auf Stufe 30, mein Pegel schlägt schon richtig aus, ich will es nicht übertreiben, aber
dieses Teil hat Wumms. Ja? Natürlich kann man auch die Nadel im Heuhaufen suchen und sagen, das und das und das gefällt mir nicht. Aber das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, was mich hier so an dem System direkt stört, ist es, dass es keine automatische Abschaltung gibt, die man hier einprogrammieren kann. Aber vielleicht habe ich einfach zu wenig gelesen. Ja, hier haben wir nochmal die Fernbedienung. Hier habe ich es gerade eben nochmal gezeigt. Hier ist alles beschrieben in guter deutscher Sprache. Dann haben wir hier nochmal verbinden mit Bluetooth. Wer hier also Hilfe braucht, steht auch nicht alleine da. Hier ist nochmal manuelles Verbinden des Subwoofers. Bei mir, wie gesagt, hat er von Anfang an blau geleuchtet. Ein dauerhaftes blaues Leuchten heißt, alles in Ordnung. Und er hat auch keinen Abbruch gemacht. Hier hat man jetzt nochmal, finde ich toll, habe ich ja zu Anfang erwähnt, gibt es nicht, doch die SWA8500S, separat erhältlich. Ich habe auf Amazon gecheckt, 117,99 packe ich auch mal unten in den Link mit rein. Wer sich das gleich kaufen möchte, da fallen die Preise auch regelmäßig. So, was kann ich noch sagen? Also, das Koppeln hat super funktioniert mit Bluetooth, mit einem Tablet. Die Amazon-Dame ist stabil. Die Reichweite von einem Smartphone ist wirklich top. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, würde ich sagen, wir fangen mal an und gehen einfach mal auf Bluetooth und ich koppel das Ganze mit dem Smartphone. So, wir nehmen die Fernbedienung, wechseln natürlich hier erstmal auf BT. Jetzt nehmen wir uns das Smartphone, schalten hier oben Bluetooth ein und dann können wir gleich mal schauen, ob das ganze Ding jetzt hier gleich sucht. Und zwar sehen wir jetzt für Medien Audio verbunden und das war eine Sache von 2 Sekunden. Jetzt gehen wir mal auf ein Lied. Bongo Madness. Natürlich kommt es auch hier wieder drauf an, was für eine Lautstärke ich hier eingestellt habe. Hier bin ich jetzt ganz oben. Was habe ich hier bei der Fernbedienung? 7, 8. Ja, da rumst das natürlich ordentlich hier. Was auch gut zu wissen ist, man kann den Bass am Subwoofer hier einstellen. Man hat aber auch nochmal einen Bass direkt in der Soundbar. Finde ich echt eine klasse Sache. Also man kann hier, wenn man beides auf 6 stehen hat, kann man ein richtig schönes Fest feiern. So, wir sind wieder auf Nummer 5 angelangt. Lass uns einfach mal im Hintergrund laufen. Die Parodoro Beats sind natürlich jetzt nicht mehr am Laufen. Ja, es klappt wirklich wunderbar auch mit der Xbox. Die habe ich hier auf Stereo gestellt. Und wenn ich die Lautsprecher für hinten habe, kann ich die logischerweise dann noch auf 5.1 stellen. Also zu meinem Fazit muss ich wirklich sagen, es ist ein Top-Teil, wenn man auch einen Samsung-Fernseher hat, weil man kann hier einfach die Samsung-Fernbedienung nehmen und kann jetzt hier auch steuern. Ja? Also das ist eine super Sache. Beim Film gucken, man braucht nicht mehr 2 Fernbedienungen, aber das kennt man schon von anderen Geräten. Dann ist die Lautstärke für mich, Bass, Film, Xbox etc. beim Spielen absolut ausreichend. Ich hatte vorher kein Bose-System. Aber wer hier sagt, der Bass ist nicht Bass genug oder die Höhen oder die Tiefen, ja, ich bin kein Musiker, aber für den Privatgebrauch und für das, was man hier im Wohnzimmer einfach genießen möchte, ist es absolut ausreichend, wenn man den Preis von gerade mal 130 Euro im Hintergrund behält. Also da kriegt man schon preis-leistungsmäßig was richtig Gutes. Die Fernbedienung ist toll, funktioniert intuitiv, man kommt gut mit der zurecht, die ist schlank. Sieht schick aus, wenn man sie dann überhaupt braucht. Ja, und das Negative zum Abschluss kann ich sagen, es gibt keine automatische Abschaltung. Wenn man das Ding nicht ausschaltet, geht es nicht aus, beziehungsweise ich bin hier noch in der Testphase. Es kann natürlich sein, dass es durch dieses AnyJet-System über dieses Optische dann noch eine Einstellung gibt. Aber da werde ich nochmal ergänzend was unten drunter schreiben. Dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit, wer es bis hierhin geschafft hat. Und jetzt drehen wir noch ein bisschen hoch. Und ich sage bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.